Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Cyberpunk 2077 mit mir, dem Ralf. Und wir sind hier wieder an der gleichen Stelle, wie wir aufgehört haben. Und ihr seht, es sieht ein bisschen anders aus. Ich habe den neuen Game Ready Treiber installiert. Und ihr werdet gleich noch was anderes merken. Wenn ihr mal was sagt. Hast du was? Sagst du jetzt nichts? Man hat die ganze Zeit gelabert. Aber warte mal, vielleicht fängt das gleich an. Jedenfalls habe ich deutsche Sprachausgabe. Es gab ein Patch mit 4,5 GB und dann konnte ich extern auswählen, dass ich Deutsch haben möchte. Also muss ich nicht mehr alles übersetzen. Auch mal was Gutes. Aliens. Kidnapped my wife and kids, help me. Aber warum muss er da jetzt nicht? Jetzt ganz stumm. Ziel heißt Sandra Dossett. Ihr Biomarkt ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Na, jedenfalls haben wir jetzt auf Deutsch. Ist aber auch was anderes. Oh, der hat Dual-Pistols. Eis. Aber was habe ich eigentlich für Waffen? Aber ich glaube, ich kann hier in der Grafik noch ein bisschen was hochstellen. Oh, was liegt denn hier? Eine Karte. Halblade. Ah, das habe ich gemeint. Das hat er vorhin die ganze Zeit gelabert. Bewegung, Bewegung. Weil ich hatte jetzt wieder einen Bug. Als ich das Game geladen habe, hatte ich einen Bug mit dem ganzen Rauch hier. Und zwar, dass der überall war und Artefakte gebildet hat. Dann habe ich es ausgeschaltet und habe dann den Game Ready Treiber installiert. Und habe dann auch mal die Windows, also die Nvidia Experience drüber laufen lassen. Und die haben hier ein bisschen was geändert. Aber vielleicht ein bisschen was einschalten. Zumindest auf Mittel. Ja. Ja, das hat nämlich so gut wie nichts geändert an der Smoothness. Aber es sieht auch schon ein bisschen schnuckeliger aus. Weil ich finde, irgendwie die Nvidia Experience unterschätzt meine 1080. Klar kann ich jetzt kein Retracing und das Ganze nicht auf maximal Ultra. Vor allem nicht, wenn ich aufnehme. Ich könnte es wahrscheinlich auf Ultra einstellen. Ohne Aufnahme. Ohne Retracing. Aber mit Aufnahme wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Na, ich will noch ein bisschen gucken. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was rauskitzeln. Gucken, wenn ich das noch einschalte. Hm. Ja, jetzt. Das meinte ich. Das hat er vorhin die ganze Zeit gemacht. Und da habe ich jetzt gerade gedacht: Warum redet er jetzt nicht? Was ist los? Apartment 1237. Das hier müsste drin sein. Aber ich sehe hier einen Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Bist du das? Gehen Sie mal lieber wieder zurück, ja? Und lass mich looten, hier gibt's eine Schokoriegel. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Ja.
jetzt leise. Lass mal scannen. Lass mir erstmal looten. War das sonst noch irgendwas? Oh. Ablenkung ist noch, brauchen wir jetzt mal noch nicht. Oh. Da war ein Grafikbug. Notfälle-Nachricht lesen. Wie konnte das passieren? Wann und warum haben wir als Gesellschaft entschieden, dass das menschliche Leben eine Ware ist? Ein Luxusartikel. Meine Mutter starb mit 45 Jahren. Sie hatte noch Jahrzehnte vor sich, als ihr Leben einfach von einer simplen Lungenentzündung beendet wurde. Hätte sie nur die billigste Traumateamversicherung gehabt, hätte man sie innerhalb einer Stunde gerettet, aber sie konnte sich keine leisten. Meine Mutter starb 5 Monate vor ihrem Termin bei unserem Hausarzt. Uff. 5 Monate auf dem Termin zum eigenen Hausarzt. Uff. Das Konzept der privaten Gesundheitsversorgung ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Bereits im Jahre 2020 bestand weitgehende Einigkeit, dass 500 Euro-Dollar pro Monat ein fairer Preis für eine Traumateamversicherung ist. Gesundheit war schon damals nichts, was man einfach erhielt, sondern etwas, das man sich verdienen musste. Das private System mag nicht perfekt sein, aber es gibt ja keine Alternative. Dachten wir. Bullshit. Na, wir haben eine Alternative, wir haben eine gesetzliche, die gar nicht so schlecht ist. Muss und zwar viele, aber ich bin froh, dass wir es haben. Überqueren wir doch einfach den Pazifik und werfen einen Blick auf die UdSSR, wo es ebenso hochspezialisierte medizinische Personal, nanochirurgische Präzisionsgeräte, spezielle Antikörper, intravenöse Sonden und unzähliges mehr gibt, Notfallluftereinheiten und moderne AVs, die mit Kryokammern ausgerüstet sind, haben die auch. Wo also liegt der Unterschied? Darin, dass ihre Leute nicht auf den Straßen, in Läden und ihren Zuhause zum Sterben liegen lassen. Sie zwingen niemanden dazu, das eigene Leben bei Konzernen zu kaufen, als würde es denen gehören. Ein gutes Gesundheitswesen ist keine unerreichbare Utopie. Es ist die Realität. Auf der anderen Seite steht Traumateam, das seine Versicherten sowohl als potenzielle Patienten als auch potenzielle Verkaufsartikel betrachtet. Sie retten nur Leben, weil sie davon profitieren. Ein gerettetes Leben ist quasi ein wiederkehrender Kunde. Wobei natürlich der Tod eines Klienten ebenfalls Geld in die Kasse spült, zum Beispiel in Form von Organen und Implantats, Weiterverkäufe. Nur ist hier der Gewinn deutlich geringer. Ein Notfalldienst kann es sich nicht leisten, seinen Managern Gründe zu liefern, dessen Kunden für kurzfristige Überraschungsgewinne umzubringen. Sicher werden sie jetzt entgegnen, dass medizinische Personal doch immer auch hippokratischen Eid geleistet wird. Bitte Sie. Ja. In der heutigen Gesellschaft regiert Geld die Welt. Und es klingt so typisch amerikanisch. Naja. Das Problem haben wir jetzt hier in Europa oder zumindest in Deutschland mit unserem Gesundheitswesen ja zum Glück nicht. Grundversorgung ist weitestgehend gesichert. Und das soll auch so bleiben. Eho. Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Was? Eieieiei. Lebensnotwendig selber fehlt, Herzstillstand, ja gut. Der hat man alles ausgebaut, oh je. Achtung, Penderos vor uns. Erledige ihn leise. Leise, sonst entdecken die uns.
mir klar. Nachricht lesen. Viele Menschen glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wort unmöglich absolut geworden ist. Ne, obsolet, sorry. Nicht absolut, obsolet. Ripper Dogs sind in der Lage, fast jedes Körperteil durch künstliche Implantate zu ersetzen, vom großen Zeh bis zum bestimmten Bereichen des Nervensystems. Dennoch haben mich meine Jahre beim Traumateam gelehrt, dass unmöglich nach wie vor sehr möglich ist. Selbst heute. Kurz vor Ende des 21. Jahrhunderts sind medizinische Kräfte wie wir nicht in der Lage, sämtliche Nebenwirkungen der Kybernetik, der kybernetischen Elemente in unserem Körper zu eliminieren. Jeder sollte heutzutage mit der Krankheit vertraut sein, die als Cyberpsychose bekannt ist. Aber damit endet es nicht. Obwohl der medizinische Fortschritt das Auftreten dieser Krankheit im Großteil unseres Jahrhunderts auf ein Minimum reduzieren konnte, gibt es bis heute in kleineren Bevölkerungsteilen Fälle von Cyberwehrabstoßung. Bei diesen wenigen Unglücklichen können diverse Komplikationen auftreten, allerdings kommen die folgenden am häufigsten. Immunreaktion. Der Körper stößt das Implantat ab, wodurch kontinuierlich in Narbengewebe wuchert, was zu Schmerzen und Entzündungen des umliegenden Gewebes sowie möglichen Störungen der Tech-Schaltkreise führt. Kann man ja verstehen. Der Körper wehrt sich halt gegen was er nicht kennt. Psychologische Nebenwirkungen. Neurologische Implantate besitzen das Potenzial, unvorhersehbare Veränderungen im Gehirn hervorzurufen. Mögliche Nebenwirkungen beinhalten Depression, Apathie, Halluzination sowie der plötzliche Anstieg suchtinduzierendes Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Wetten. Drittens, Implantate über das Überabhängigkeit. Die Verwendung bestimmter synthetischer Körperteile über einen längeren Zeitraum kann die Hirnchemie so verändern, dass sie sich an ein bestimmtes Implantat gewöhnt. Manche Berichte sprechen von permanenter Erblindung, nachdem Patienten versuchten, ihre kuriose Optik durch andere Modelle zu ersetzen. Was können wir als Konsumenten und Mediziner angesichts dieser bekannten Risiken tun? Uns ganz von kybernetischen Verbesserungen fernhalten, weil eine Chance von 0,5% besteht, dass wir unsere Augenlicht verlieren? Oder unsere gesamte Ersparnisse lieber ins Casino verspielen? Die Antwort ist ein klares Nein. Cybertechnologie verbessert und erweitert das menschliche Biologie so enorm, dass all das, was wäre, wenn Argumente unsere besten Interessen entgegenwirken, der beste Rat, den ich zur Minimierung des Risikos geben kann, ist dieser. Lesen Sie vor der Installation die technomedizinischen Profile sämtlicher Cyberware, die Sie erwerben möchten, gründlich durch. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Bla. So in etwa. So, wir haben schon 10 Medikits. Blippt. Was haben wir denn eigentlich jetzt gerade an Waffen? Inventar. Wir haben eine Handvoll. Jetzt kann ein Katana. Krieg ich das her? Mitten ins Gesicht. Aber wir haben ja noch. Oder? Doch, wir haben. Militech Paraline. Das ist, was wir gekriegt haben. Das ist unser Betriebssystem quasi. Kurzschluss und Optik-Neustart. Startet das optische Cyber eines Gegners neu und macht vorübergehend blind. Nicht tödlich, verursacht beim Zielen mittleren Schaden, sehr effektiv gegen Drohnen. Ah. Da haben wir eh noch nichts am Bein, baba. Erstellung haben wir ja nichts. Und was haben wir? Ach, abgeschlossen. Im ersten Durchscrollen dachte ich, das wäre Nebenmission. 15% Panzerung. Aha. Auch noch nichts.
mehr. Sind fast bei euch. Wo den Parasiten? Die Konzerne. Die brauchen wir nun Einzelgold. Eins. So. Denken wir, könnten wir damit machen? Bleibt im Weg. Feind schläft nicht. Ich muss den lauter stellen. Ich höre den so schlecht. Gegenüber der Musik im Hintergrund. Hier war das. Sound. Und Lautstärke höher. Lautstärke deutlich runter. Was machen wir? Schnell verstecken! Hey, mach ihn kalt, aber leise. Übernimm den da, bei dir. Ohne Wiese. Schwerne. Ausgenockt. Aber da kommen sicher noch. Darf ich den da nochmal dazu schmeißen? Alles nehmen, mitnehmen. Behälter voll. Fuck. Oh gut. Bleib du halt da liegen. Leise, sonst entdecken die uns. Damit. Oh, Vorteile öffnen. Habe ich jetzt gerade was bekommen? Nein, noch nicht. Jetzt schön vorsichtig. Ja. Der Zeug läuft. Läufst du wieder nach links? Alter, die Musik ist zu laut. Dröhnt mit Sorge in der Linden in der. Schläft nicht.
Oh. Da ist einer. Gibt's hier einen kleinen Schießer? Bist das etwa du? Alter, nicht dein Ernst. Du bist nicht direkt vor dem seiner Nase jetzt da durchgelaufen. Nein, verdammt, so kann's nicht enden. Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist rein. Scheiße, wo zum Teufel ist unser Ziel? Seht euch um, sie muss hier irgendwo sein. Entdecken die uns. Entdecken die uns, Alter. Ich renn da mal durch. Die habe ich bestimmt nicht gesehen. Alles in alarmiert. Gott. Ja, dann kann ich jetzt wieder mal in Ruhe looten. Da waren Aschenbecher. Kann ich damit was basteln? Ah. Ah, das hätte ich auch hacken können. Nehmen. Ja, bleibt da nur liegen. Oder knien, was auch immer. Da tust du nichts. Oh. Nachricht lesen. Einführung. Das Implantat weithin bekannt als Schmerzeditor, ist Cyberware, die Schmerzen reduziert oder sogar völlig eliminiert. In gewissen Kreisen von Night City erfreute sich seit Jahren ungehemmter Beliebtheit, vor allem bei Söldnern. An dieser Testgruppe führt Zetatech Tests mit folgendem Resultat durch. Der Schmerzeditor ist ein neutraler Co-Prozessor, der die Signale der Nozizeptoren an den Parietzellappen des Gehirns unterdrückt und beim Nutzer so Schmerzfreiheit evoziert. Hinweis: Einige Modelle reduzieren außerdem Müdigkeitssymptome. Die vorteilhaften Effekte des Schmerzeditors ähneln in gewisser Weise den Symptomen der Hypoästhesie, die zu besserer Widerstandsfähigkeit gegen körperliche Folter sowie der Fähigkeit führt, Wundschmerzen zu ignorieren und vorübergehend in der Lage zu sein, die Grenzen des Menschenseins auszuweiten. Allerdings zeigen einige Studien, dass die Schmerzeditoren eine Reihe unerwünschter Nebenwirkungen hervorrufen können. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Nutzer im Eifer des Gefechts nicht bemerken, wie schwer sie verwundet sind, sodass sie weitermachen, obwohl sie dringend medizinisch versorgt benötigen würden. Die Statistik bestätigt zudem die Theorie, dass die Verstärkung durch Schmerzeditoren dazu führt, dass Benutzer weiterkämpfen, obwohl die rationale Entscheidung, um den Tod zu entgehen, ein Rückzug wäre. Seit 2020 liegt die Sterblichkeitsrate bei Schmerzeditbesitzern bei über 60%. In diesem Bericht befasse ich mich mit der Frage, wie man Zetatech-Kunden besser vor einer vermeidbaren Tod durch unsachgemäße Anwendung unserer Schmerzeditoren schützen kann. Blend ihnen halt ein, wie arger kaputt ist. Mamita dachte nicht, dass wir so leise sein können. Really? Wir können so leise sein, ich renne vor dem Gegner seiner Nase rum.
Im August 2023 veränderte ein einzelnes Ereignis den Lauf der Geschichte. Obwohl es vor den blutigen Hintergründen des vierten Konzernkriegs geschah, berichten die Medien wochenlang davon und das zu Recht. Eine Gruppe von Terroristen sprengt damals eine Atombombe, die den Arasaka Tower pulverisierte. Die Warnung der Terroristen kam zu spät, denn nicht alle Angestellten konnten rechtzeitig evakuiert werden. Explosion tötete und verletzte tausende Menschen. Zahllose starben an den Folgen der Strahlvergiftung. Wie konnte der große Terroranschlag des 21. Jahrhunderts passieren? Wer steckt hinter der Katastrophe? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, müssen wir zuerst den Kontext der Ära verstehen. Night City war in den frühen 2020ern von einem Unwillen geprägt, der sich wie nie zuvor gegen die Konzerne richtete. Das Epizentrum der Gesetzlosigkeit befand sich im Club Atlantis. Er war eine Art Insel des Widerstands gegen die vorherrschenden Mächte. Vor allem gegen Megakonzerne wie Militech, Biotechnica und das mit Abstand größte Hassobjekt, Arasaka. Oder Arasaka? Ne, das ist nur ein Arasaka. Arasaka. Der japanische Waffenhersteller übt schon damals den größten Einfluss auf die Geschicke von Night City aus. Diejenigen, die im Atlantis ein- und ausgingen, vertraten die Ansicht, dass die Konzerne die Zukunft für sich alleine beanspruchten und die Menschen zu Sklaven des Konsums gemacht hatten. Ironischerweise hatten sie ihnen die zwei Dinge genommen, die der Kapitalismus am meisten liebt: die Freiheit und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Diese Leute nannten sich selbst Edge Runner. Sie stellten sich gegen die Weltordnung der Konzerne, erklärten sich selbst für unabhängig und übten den Widerstand jeglicher friedlichen Methode beraubt, das zu verändern, was sie als das System bezeichneten. Griffen sie zu den radikaleren Wegen der Selbstdarstellung, Mord und Gewalt. Ja, das kennen wir doch irgendwo, ja. Euro-Dollar, her damit. Ein bisschen Geld muss sein, damit wir auch schön bezahlen können, was wir so brauchen. Hier gibt's nix. Ah, da. Oui. Kriegen wir aber. Dann gucken wir uns mal unsere Ausbeute an. Ups. Nee, nicht das, sondern... Also, was haben wir denn? Oh, doppelläufige Schrotflinte. Und so ausgerüstet ist die stärkere von allen. Warum ist die so? Leuchtet die hier? Egal, wir haben Hut. Das ist Dreck. Kann ich sich ausrüsten? Ja, die sehen cool aus. Ah, mindest Level 2. Wir haben noch nicht Level 2. Das ist es. Ich bin doof. Kann ich dann die anderen Waffen hier zerlegen? Und zerlegen wir die mal.
Wollte ich nicht. Waffe wechseln. Wagen. Hier das Auto, das ist das. Stehlen. Gib mir mal kurz jetzt. Controllerbelegung. Ding, baba. Bin ich jetzt blind? Gibt nur Waffe ziehen und wegstecken, aber nicht Waffe wechseln. Alle, willst wegstecken? Mal so. Frischfleisch. Dein Lieblingslieferant. Och je. Wir vergessen nichts. Du bist so gut wie tot. Wenn ich hier noch einmal deine Leute sehe, droht ihnen Schlimmeres als nur ein verstauchter Kiefer. Das ist keine leere Drohung. Versuch es nur, ihr Wichser. Reiseführer, Nightchat, News. Was haben wir hier? Spielzeug. Hab gutes Zeug hier. Hand von Zetatech mit News-Signatur. Aber wir haben schon einen Jailbreak bestellt. Militech feststellbar, Visier, frag mich, wo der Penner das her hat. Arasaka Hormonregulator, keine Biosignatur und ein paar andere Kuriositäten. Optik, Aktor, kosmetische Real Skin. Ui. Okay. Ja. Ja, das könnte sie sein. Ich glaube, ich habe sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Sie liegt in der Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Schließe an. Sandra Dorset, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm.
Also Scorplodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keinen Rückzieher. Wir brauchen den Biomann intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air-Hypo. Fuck, das ist nicht gut. Fang, Chica! Ich glaube, Scheiße, es hat geklappt. Fuera, Chica, bring sie nach draußen. Oh je. Das wird nicht gut gehen. Ich darf nicht speichern. Egal, dann mache ich halt die Abmod hier so und spiele hier gleich weiter. Aber ich sehe schon, ich habe schon viel zu viel überzogen, aber es wird bei dem Game wahrscheinlich nicht anders möglich sein. Bei Borderlands kann ich das immer so schön takten, aber bei dem Game wird es wahrscheinlich so nicht so möglich werden, aber egal. Wie dem auch sei, ich danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben, damit für deine, wenn ihr es noch nicht schönes getan habt, die Notation Block aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Solltet ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, wenn bei uns, wo wir was abgeht, habt ihr doch den Twitter-Account, dann ist ihr mir noch Follow drücken könnt und auf alle Feeds-Anzeigen einstellen solltet, denn dann seid ihr safe und bekommt immer mit, wenn, wie, wo, was, wieso, weshalb, warum bei uns so abgeht. Ich bin noch ganz hyped und ich werde wahrscheinlich den ganzen Nacht durchzocken und aufnehmen wie blöd für die nächsten 3 Wochen, so wie ich mich kenne, weil ich habe so richtig Bock. Und jetzt, da das alles so sauber läuft und auch alles sauber aufgenommen wird, ging ich mal Bock. Ja, also, bis denn.